Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Viele Eltern kennen dieses Problem, dass das Kind nicht mehr zur Schule gehen möchte. Und die Ursache dahinter kann sehr tiefgreifend liegen. Doch wie kommen wir an diese Diagnostikmöglichkeit, um wirklich herauszufinden, was das Kind so belastet? Auch vielleicht mit Ängsten oder vielleicht auch alte Geschichten, die es noch in sich trägt und immer wieder hochkommen. Und dafür habe ich heute eine wunderbare Ärztin bei mir, die uns die Methodik mit der PSE, mit der psychosomatischen Energetik erklärt. Und ich freue mich sehr, bleiben Sie dran. Hallo liebe Birgit, schön, dass du da bist. Hallo liebe Corinna. Ja, du bist Allgemeinärztin, aber du bist wirklich in diesen Komplementärbereich aufgeblüht. Schon sehr lange. Ja, und arbeitest seit 20 Jahren mit der psychoenergetischen Somatik. Psychosomatischen Energetik. Genau, oder so. Die drei Komponenten sind wichtig, ja. Und ich bin ganz gespannt, gerade eben haben wir wirklich viele Kinder, die einfach aus verschiedenen Gründen, und da bin ich total gespannt, was du erzählst, nicht mehr in die Schule gehen möchten. Ja, das ist ja ein Problem, was es nicht erst seit gestern gibt. Mhm. Also es ist mir bekannt aus der Praxis seit vielen Jahren, wobei man sagen muss, dass es sich natürlich und verständlicherweise in dieser Corona-Pandemie verstärkt hat. Mhm. Kinder brauchen ja, um zu lernen, diese soziale Entität, das ist die Motivation zum Lernen, und isoliert zu sein ist für viele Kinder, die eben ein bisschen instabil sind in ihrer Persönlichkeit, ein großes Problem. Mhm. Ja? Und was diese Schulängste anbetrifft, gibt es ja, waren das bei mir eben sehr unterschiedliche kleine Patienten. Die Kinder kamen in die Praxis, weil sie zum Beispiel starke Konzentrationsstörungen haben, weil sie Schlafstörungen haben, weil sie auch Ängste äußern. Aber es gibt eben auch Kinder, die körperliche Beschwerden haben. Kinder, die über rezidivierende Kopfschmerzen klagen, Kinder, die Bauchkrämpfe haben, die Übelkeit haben, die Erbrechen haben. Ich erinnere mich an einen kleinen Jungen, wenn der aus der Haustür rausgegangen ist mit seinem Ranzen, fing der an zu erbrechen. Es war nicht möglich, dass er in die Schule ging. Wenn er zu Hause geblieben ist, trat das nicht auf, aber er konnte nicht in die Schule gehen. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es tatsächlich eine Ursache gibt für dieses Verhalten der Kinder. Es kann sein, dass sie von Klassenkameraden gemobbt werden. Ja, das kann sehr übel sein. Es kann sein, dass es einfach auch eine Konfliktsituation mit einem Lehrer oder einer Lehrerin gibt. Das ist auch eine Möglichkeit. Es kann auch sein, dass es im häuslichen Umfeld erhebliche Probleme gibt. Mhm. Das wäre natürlich auch etwas, also etwas, an dem man etwas tun könnte, an dem man drehen könnte, indem es halt vielleicht einen Schulpsychologen gibt, wenn es da um Mobbing oder Probleme mit dem Lehrer gibt, oder wenn Konzentrationsstörungen und die Leistungen sehr schlecht sind, kommt ein Integrationslehrer an die Seite. Mhm. Wenn es häusliche Probleme gibt, dann muss vielleicht der Kinderpsychiater ran und so weiter. Es sind ja aber dennoch, ich sag mal, wenn ein Kind das Erlebnis hatte, dass es nicht gut ist in der Schule oder eine Lese-Rechtschreibschwäche hat oder gemobbt wurde, ist ja eine Verletzung, hat ja stattgefunden. Auf jeden Fall. Und die löst sich ja nicht auf, die bleibt ja drinnen. Auf gar keinen Fall. Und das ist halt das Problem, warum das Ganze eben auch eine ganze Weile anhält. Und ich hatte Kinder auch in meiner Praxis,
da gab es keine äußerliche Ursache, keine Probleme im häuslichen Umfeld, keine schlechte Schulleistung, kein Mobbing und kein Problem mit dem Lehrer. Aber trotzdem dieses eben genannte Problem, ich betrete die Straße, ich fange an zu erbrechen, nur wenn ich zu Hause, also Schulverweigerung, Schulphobie. Mhm. Und dann sind in der Folge natürlich die Eltern verzweifelt, ja, weil wir leben ja immer noch in einem Schulsystem, was auf Leistung gepolt ist. Ja, da darf man sich mal genauer anschauen, wo das Schulsystem herkommt. Ein anderes großes Thema. Aber im Augenblick sind die Kinder ja an dieses Schulsystem gebunden und die Eltern verzweifeln, weil sie einfach keinen Rat wissen. Ja. Und das ist etwas, da kann halt die psychosomatische Energetik tatsächlich den Kindern helfen. Weil es ist oft wirklich schwer. Ich denke an eine Patientin, die war schon 17 Jahre alt, die alles Mögliche versucht hat, auch Antidepressiva genommen hatte. Aber es ging nichts. Sie hätte unheimlich gern eine Erzieherinnenschule besucht, hätte einen Beruf erlernen wollen. Aber sie hat sich das nicht zugesehen. Sie konnte da nicht hingehen. Und das sind natürlich, da sind Mütter wirklich verzweifelt. Ja. Die Kinder selbst oder die Jugendlichen auch. Und ja, das macht ja auch was mit dem Selbstwert. Absolut. Ja. Absolut. Mhm. Und das ist sehr interessant. Ich werde ja gleich die Vorgehensweise der psychosomatischen Energetik erklären, dass tatsächlich, das war meine Beobachtung bei all diesen Kindern, die Ebene des Vertrauens, die wir ins Herz lokalisieren, und die Ebene des Selbstvertrauens, Selbstwertgefühls, die im Beckenchakra liegt, dass diese beiden Ebenen hauptsächlich gestört sind. Ja, und die man dann eben stärken muss. Ja. Wie finde ich das raus? Also wenn ich jetzt mit meinem Kind komme, was passiert da genau? Also ja, von welcher Technik sprechen wir, welchen Zeiträumen? Zu erklären ist ja, wenn man den Begriff nochmal aufgreift, psychosomatische Energetik, dass wir es nicht nur mit der Psyche, also der seelischen Seite, und mit dem Soma, dem Körperlichen zu tun haben, sondern dass eben diese dritte Komponente der Energetik oder Lebensenergie zum Tragen kommt, die einfach wichtig ist, damit wir psychisch ausreichend belastbar sind und damit wir uns fit und vital fühlen. Also eigentlich gesund im ganzheitlichen Sinne. Ja, denn Gesundheit ist ja von der Weltgesundheitsorganisation definiert als Gesundheit und Wohlbefinden. Ja, und für dieses Wohlbefinden auch spielt die Lebensenergie eine ganz große Rolle. Und in der psychosomatischen Energetik haben wir jetzt einfach das Glück, zu schauen, wie sieht das denn eigentlich mit meiner Lebensenergie aus? Das ist ja eigentlich für uns so ein bisschen was Nebulöses. Wobei die meisten Menschen das ja fühlen. Ich kann ja sagen, Mensch, ich fühle mich fit und vital und ich bin emotional gut drauf. Aber kann man das testen? Kann man das messen? Man kann. Schön, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Da sind viele wirklich frustriert, wenn man nach was sucht und keine Möglichkeit absolut. Hat. Absolut. Wir gehen von der Vorstellung aus, dass jedes Lebewesen umgeben ist von einem Energiefeld, was ich auch als Energiebatterie bezeichnen möchte. Ja, und wie eine Batterie sollte dieses Feld einfach gut mit Lebensenergie geladen sein. Und bei unseren kleinen Problempatienten sehen wir, wenn wir sie testen, dass dieses Feld eben nicht gut geladen ist. Wir haben mithilfe des Testgerätes die Möglichkeit zu schauen, wie viel vitale Energie hat denn dieses Kind? Wie viel emotionale Belastbarkeit ist denn einfach vorhanden? Wie viel mentale Kraft hat denn dieses Kind? Und wir testen auf einer Skala
mit Hilfe des Gerätes von 0 bis 100%. Wenn es ein fröhliches, optimistisches, gut gelauntes, belastbares Kind wäre, dann würde es in den Ebenen der Vitalität, der Emotionalität und der mentalen Kraft 100% zeigen. Aber diese eben erwähnten Kinder zeigen das überhaupt nicht. Die Werte der vitalen Kraft sind häufig eingeschränkt, vor allen Dingen bei den Kindern, die über körperliche Probleme klagen. Ich habe gesagt, hier Übelkeit, Erbrechen. Manche haben auch solche Paresthesien, solches Kribbeln und Gefühlsstörungen, rezidivierende Kopfschmerzen und so weiter. Manche haben auch eine sogenannte Polarkisurie, das heißt, die müssen dauernd auf die Toilette rennen. Das geht teilweise auch bis zum Einnässen, wo plötzlich 7-, 8-Jährige wieder einnässen. Deren vitale Werte sind deutlich eingeschränkt. Aber eben auch die Werte der emotionalen Belastbarkeit sind eingeschränkt. Ja? Und das ist natürlich dann, wenn wir testen, vor allen Dingen für die Mütter eine große Hilfe. Ja. Weil sie jetzt einfach sehen, mit meinem Kind stimmt was nicht. Ja, und wir können es benennen. Ne? Wir können einfach sagen, das kann ja auch jeder verstehen, wenn ich nicht genug Lebenskraft, vitale und emotionale habe, dass sich daraus Probleme ergeben. Auf der körperlichen Ebene, weil eben diese Lebensenergie eng mit unserem unbewussten Nervensystem, dem vegetativen Nervensystem verbunden ist, ist dieses Steuerorgan, wenn nicht genug Lebensenergie zur Verfügung steht, eben in der Folge auch gestört. Ja, dadurch kommt es halt zu diesen körperlichen Beschwerden, wenn die die Zellkommunikation, die Zellen sozusagen ihre Hausaufgaben nicht mehr ausreichend machen, dann kriege ich halt Bauchkrämpfe oder kriege Übelkeit oder Erbrechen oder was auch immer. Es gibt ja immer wieder Eltern, die sind so verzweifelt und bekommen einfach nur die Lösung mit Ritalin oder Antidepressiva. Das sind die ADHS-Probleme, ja. Es wird halt in der Regel, wenn man nichts findet, gerne ein Medikament verschrieben. Ganz recht. Wie gehe ich mit diesen Kindern um? Habe ich da auch als Eltern die Möglichkeit zu sagen, ich hatte in dem Moment keine andere Wahl, weil ich hatte keine Option, aber ich möchte jetzt wirklich einen anderen Weg gehen. Auf jeden Fall. Es ist ja so, was wir tun, ist vollkommen ohne jegliche Nebenwirkung, weswegen das eben gerade bei Kindern so gut verantwortbar ist. Ja. Und weißt du, es ist so, dass natürlich, wenn diese Kinder beispielsweise Ritalin nehmen, sind die ja darauf eingestellt. Ja. In dem Fall würde ich, wenn wir einsteigen mit der psychosomatischen Energetik, es nicht sofort absetzen, sondern wir schauen erst, dass wir ihr Energieprofil, ihren Energiecheck verbessern und dann schleichen wir raus. Das sind auch Erfahrungen, die wir gemacht haben bei Depressiven. Es gibt ja auch Jugenddepressionen, das hat man lange nicht erkannt oder es wahrnehmen gibt auch wollen. Jetzt mit Waschzwängen, das kenne ich auch bei meiner Schule. Ja, selbstverständlich. Wo da wirklich ganz viel Schaden angerichtet wurde, ja. So ist es. Und auch hier ist es so, dass es sinnvoll ist, zunächst so vorzugehen, dass man das energetische Feld stärkt und dann nach und nach das schulmedizinische Medikament zu reduzieren und dann absetzen zu können. Weil es ist sonst so, dass es zu einem Rebound-Effekt kommen kann. Ne? Verstehst du? Du hast ja noch nichts bewirkt mit der Therapie und dann ist das Kind wieder abgesetzt am Anfang. Ja. Und das wäre nicht sinnvoll, weil das würde ja eigentlich auch unsere Therapie in der Wahrnehmung schmälern, möchte ich sagen, weil dann die Eltern sagen, ja, nutzt ja auch nichts. Nee. Und das muss man einfach auch ganz klar sagen, es braucht ein bisschen Geduld. Es ist nicht so, dass jetzt in 1-2 Wochen das alles weg ist, weil die Behandlung mit der PSE ist einfach auch ein Prozess. Wir wollen etwas Bestimmtes
lösen, ein Problem, was dahinter steckt. Mhm. Weil das war ja die andere Frage. Wenn wir jetzt die Kinder getestet haben und sehen, dass sie eine schlechte energetische Ladung haben, dann wollen wir ja wissen, warum. Mhm. Ja? Und das sind eben Energieblockaden, die dahinter stecken. Und diese Energieblockaden haben wiederum eine Ursache. Und die liegt eben auf einer tief innerseelisch unbewussten Ebene und hängt mit alten Seelenverletzungen zusammen, die wir als Konflikte bezeichnen. Mhm. Und natürlich erleben ja auch Kinder Konflikte, die auch von Eltern nicht immer wahrgenommen werden. Oder ich möchte einfach auch so sagen, ein Konflikt oder eine Seelenverletzung ist ja etwas sehr Persönliches, etwas, was mich verletzt. Ja? In derselben Situation, in der ich mich verletzt fühle, würdest du vielleicht sagen, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, mhm, oder so, oder empfinde ich gar nicht so. Also dieses sehr Persönliche auch, wodurch ich verletzt werden kann in meiner Seele. Und insofern kann man natürlich gut verstehen, dass Kinder halt auch Verletzungen durchmachen, Seelenverletzungen, Konfliktsituationen. Wobei ja auch zum Beispiel solche Verletzungen lange zurückgehen können. Ich möchte jetzt einfach mal Folgendes sagen. Mhm. Wir sprechen ja auch von Traumen. Stell dir einfach vor, ein Kind hat bei der Geburt die Nabelschnur um den Hals, mhm, und es wird eine ganz schwierige Geburt. Das ist eine Todesbedrohung. Das ist Panik, was das Kind in dem Augenblick empfindet. Und dieses Seelenmuster wird gespeichert. Ja. Ja? Und wenn irgendwann später im Leben des Kindes durch was auch immer dieses Gefühl. Reicht dann Rollkragenpullover oft. Es ist egal. Schal, ne? Ja. Es ist, mhm, ganz egal, warum diese Ängste wieder hochkommen, mhm, können. Und dieses Konfliktmuster bindet, wenn es aktiviert wird, eben Lebensenergie an sich. Es dockt uns an einem bestimmten vegetativen Zentrum an. Wir arbeiten in 7 verschiedenen Zentren. Die vegetativen Zentren nennen wir Plexus, und dort ist eben auch angelehnt an die altindische Yoga-Lehre ein Chakra, mhm, lokalisiert. Chakra, wissen wir, kommt aus dem Sanskrit, heißt eigentlich das sich drehende Rad. Gemeint ist damit die Energie, die sich dort dreht, ein Energieaufnahme-, Speicher- und Verteilerzentrum. Genauso wie es ja auch auf der materiellen Körperebene die vegetativen Nervenfasern tun, die ja ein Netzwerk bilden zu allen Organen, zu allen Zellen unseres Körpers. Und auf dem Weg eben auch dann diese körperlichen Probleme zustande kommen. Wichtig ist aber, dass eben diese emotionale Ebene gelöst wird. Dass wir jetzt schauen in unserem Test, wir haben also jetzt festgestellt, das Kind hat keinen guten Vitalwert, vielleicht nur 50%, also die Hälfte von dem, was sein sollte. Und vielleicht in der emotionalen Ebene nur 30%, also ein Drittel seiner Antriebskraft, seiner Freude am Leben, seiner Belastbarkeit, das reicht nicht aus, mhm, um ein fröhliches Kind zu sein. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass im Rahmen jetzt der Therapie diese Werte ansteigen. Und die können ansteigen, wenn wir halt einem Seelenthema, das uns an einem Chakra angedockt hat und uns Energie weggebunden hat, wenn wir das lösen können, sozusagen weglöschen können, diesen bösen Energievampir. Mhm. Ja? Und das machen wir mit sehr speziellen komplex-homöopathischen Mitteln, die extra halt eben für die Methode entwickelt wurden, die sehr ungewöhnlich in der Zusammensetzung sind, die sehr ungewöhnlich in der Potenz sind, nicht wie in der klassischen Homöopathie. Aber wichtig ist,
dass genau diese spezielle Mischung eine Resonanz hat zu diesem speziellen Konfliktthema. Und nach kann eben dieses energetische Konfliktthema gelöst und gelöscht werden. Ja. Und jetzt aus der Praxis, wie reagieren die Kinder? Was verändert sich? Wenn du jetzt ich sag dir vielleicht einfach mal ein, zwei Beispiele. Ja, gerne. Ich hatte vorhin ein Mädchen erwähnt, die hatte schon Antidepressiva genommen und wollte eigentlich eine Erzieherinnenschule besuchen und so weiter. So, die hatte sehr schlechte Werte. Also ein Vitalwert von 30, ein Emotionalwert von 20, was natürlich auch ihr Befinden, die hat einfach überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Also ich kann da nicht hingehen, ich kann gar nichts, ich will nur noch zu Hause bleiben und so weiter. Und dann hatte sie halt die schlechten Werte und dann testet man halt die blockierte Energieebene. Das war bei ihr, so viel ich mich erinnere, beim ersten Mal im Beckenchakra, also das Chakra 1, da geht es darum, wie fest stehe ich mit den Füßen auf dem Boden, habe ich das Leben angenommen oder hat es mir sozusagen den Boden unter den Füßen weggezogen. Und das war bei ihr dann der Fall, dadurch ist Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl komplett geschwächt und das dahinterstehende Konfliktthema war dann in dem Fall, ich fühle mich hilflos und ausgeliefert. Ja? Und dann werden die entsprechenden dazu gehörenden Mittel, die heißen Shavita und Envita, werden verabreicht. Das Shavita stabilisiert dieses vegetative Zentrum und das Envita hilft, dass dieser Konflikt des sich hilflos und ausgeliefert Seins langsam abgeschmolzen wird. Und wir machen das ja so, dass wir im Vorhinein sagen können, weil wir bestimmen können, wie viel Energie ist gebunden. Wenn es viel ist, muss man ein bisschen länger behandeln. Wenn es nicht so viel ist, ist die Therapiezeit kürzer. Und bei der Kontrolle sehen wir dann, was passiert. Und bei diesem Mädchen hat man gesehen, die Werte sind dann gestiegen, die waren dann vital schon 60% und emotional schon 50%, was sie deutlich gemerkt hat und gesagt hat, ich glaube, ich schaffe es, in die Erzieherinnenschule zu gehen. Ich glaube, ich schaffe das. Jetzt haben wir ja noch nicht unser Ziel erreicht. Ne? Unser Ziel ist im Grunde genommen, dass unsere Patienten diesen 100% möglichst nahe kommen. Und tatsächlich hat sich hier dann ein weiteres Konfliktthema gezeigt. Das lag im Herzchakra. Vertrauen, Vertrauen zu anderen und dahinter steckten panische Ängste. Und nachdem wir dieses Thema gelöst haben, kamen sie dann bei den entsprechenden Werten an. Und was daran erinnere ich mich halt so gut, da hat die Mutter gesagt, so jetzt ist es wieder mein Kind. Ja, das fand ich also sehr, sehr berührend. Und Antidepressiva brauchte ich nicht mehr zu nehmen. Es war einfach in Ordnung. Wenn jetzt wirklich Ärzte zuschauen oder Therapeuten, wie kann man sich darüber informieren oder anwenden oder was würdest du? Wir haben eine Website, das ist www.igpse.ch. Man kann als Arzt, Heilpraktiker, Therapeut sich ausbilden lassen. Der Ausbildungsgang ist dort auch beschrieben und man erfährt einiges über die Methode. Wenn man Infomaterial, Flyer und dergleichen haben möchte, ist es ganz gut, sich an www.rubimed.com zu wenden. Dort bekommt man dann das entsprechende Material zugeschickt. Schön. Ja? Und ja. Vielen Dank. Darf ich noch was sagen? Ja, natürlich. Ja, weil mir lagen die Kinder einfach immer so am Herzen. Und was sie brauchen, ist halt Verlässlichkeit und Sicherheit und Klarheit und Liebe und Vertrauen. Das fand ich eben einfach immer so wichtig. Und ich würde gern schließen mit einem Wort von Dante, der gesagt hat,
Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Die Sterne der Nacht, die Blumen des Tages und die Augen unserer Kinder. Ach, schön. Ja. Ja, aber umso schöner auch, man will es ja wirklich als Mutter immer perfekt machen. Ich meine, das kenne ich selber. Ja, und wer nicht. Weiß einfach, okay, hat dann mal nicht manchmal so funktioniert. Und umso schöner, dass es eben Möglichkeiten gibt, ja, sage ich mal, ja, Erfahrungen der, ja, Kinder auch wieder zu, ganz recht, korrigieren. Und, ja. Und die Kinder machen die Therapie, sie spüren, die haben eine Resonanz zu diesen Tropfen. Mhm. Wir haben nie Probleme, dass die sagen, mag ich nicht, mhm, oder so. Ja, die fühlen dann wahrscheinlich die Heilung. Ja, ja, fühlen den energetischen Input. Schön. Danke, liebe Birgit, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vor allen Dingen danke, dass du den Kindern hilfst, weil die brauchen es wirklich gerade. Liegt mir sehr am Herzen und danke, dass ich hier sein konnte. Ja. Bis bald. Bis bald. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten auch eine Möglichkeit finden, wirklich, wenn man in ausweglosen Situationen mit dem Kind steht, um da weiterhelfen zu können. Und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.